بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Und ich bin jetzt auch wieder live hier auf Instagram, wobei das aussieht, als wäre die Kamera falsch rum. Kann das sein? Sieht so aus. Oder sehe ich das nur so? Ala kulli hal khair, inshallah. Ja, komm mal gucken. Also die Schrift steht so. Das ist normal, oder? Tayyib, inshallah. Okay, inshallah, bin Allah azza wa jal. Jazakumullahu khairan, werden wir heute, inshallah, zwei Themen behandeln. Und zwar werden wir einmal über eine der großen und der größten Sünden sprechen, die man je machen kann in seinem Leben. Und eine der größten Sünden im Islam ist Berauschendes, Alkohol und Drogen. Und dann werden wir inshallah bei den 100 Glorreichen auch weitermachen und wir werden inshallah über einen großartigen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wir werden inshallah, liebe Geschwister, anfangen. Als erstes mit den 100 Glorreichen. Wir werden inshallah über den Sahabi sprechen. Sa'id ibn Amir al-Jumahi radiyallahu anhu. Und Sa'id ibn Amir al-Jumahi radiyallahu anhu ist ein ganz, ganz großer, gewaltiger Sahabi. Und zwar war er zur Zeit, als Khubayb radiyallahu anhu ermordet wurde, war er noch kein Muslim. Ja, und da gab es die Geschichte oder da gab es das Ereignis von der Schlacht von Badr, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die erste große Schlacht zwischen den Muslimen und den Götzendienern aus Mekka, wo die erste große Schlacht war. Und die Sahaba radiallahu anhu mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben natürlich diese Schlacht gewonnen und haben sehr großen Schaden angerichtet bei der Armee der Mushrikun, bei der Armee von den Mekkanern, von Ahlu Mekka. Und sie hatten dort große Verluste eingefahren. Und deswegen hat dann Mekka Rache geschworen. Ja, und sie haben zu dem Zeitpunkt die erste Möglichkeit, die sie gefunden hatten, um sich zu rächen an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an die Toten von Badr, so haben sie den Sahabi Khubayb radiallahu anhu bekommen, ja, in die Hände bekommen und haben dann Rache geschworen. Khubayb ibn Adi radiallahu anhu, und zwar war der erste Muslim, der erste Sahabi, der getötet wurde, der zum Shahid wurde, und zwar am Kreuz. Er wurde gekreuzigt und so wollte man sich rächen. Ja, so haben die Leute von Quraysh, die Kuffar, die Mushrikun von Quraysh, haben Rache geschworen für die Toten von Badr, dafür, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen so hart, sie so hart bestraft hat in dieser Schlacht und dass viele von ihren großen Anführern gestorben sind bei dieser Schlacht, so haben sie Rache geschworen. Und sie haben dann auf eine Art und Weise dann Khubayb, ja, Khubayb, einer der ersten Muslime von den Sahaba radiallahu anhum, der den Islam angenommen hat, sie hatten dann Khubayb in Gewahrsam genommen und haben dann gesagt, wir werden uns rächen an diesem Sahabi für das, was uns in Badr widerfahren ist, für die Toten von Badr. Und dann haben sie Khubayb radiallahu anhum genommen und haben die ganzen Leute gerufen, dass sie es bezeugen sollen, ja, wie er gekreuzigt und getötet wird. Und dann hat man Khubayb ibn Adi radiallahu anhu genommen zu einem Platz, ja, in Mekka, um ihn dann zu töten und zu kreuzigen. Und an diesem Tag war Sa'id ibn
Umayr al-Jumahi radiallahu anhu, er war anwesend, er war ein junger Mann und er war Muschrik, er war Käfer. Aber er hat das miterlebt. Ja, dann hat man Khubayb radiallahu anhu genommen und zum Kreuz gebracht, damit er gekreuzigt wurde. Und tausende Menschen waren an diesem Tag dabei, um das zu bezeugen, um das mitzuerleben und ihre Herzen sozusagen zu beruhigen, ja, mit dieser Rache, die sie dann ausgeübt haben an einem Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und als sie ihn dahin gebracht haben zum Kreuz, bevor er gekreuzigt wurde, sagte Khubayb radiallahu anhu zu den Kuffar, zu den Mushrikun von Quraysh, er sagte zu ihnen, wenn ihr mir noch nur die Möglichkeit gibt, bevor ich sterbe, dass ich wenigstens kurz zwei Raka'a beten kann. Ja? Dann haben, wenn ihr mir erlaubt, dann wäre das sozusagen in Ordnung oder wäre das korrekt von euch. Sie sagten, bete. Dann hat er zwei Raka'a gebetet, aber er hat ein ganz normales, kleines, schönes, aber kurzes Gebet gemacht, gehalten oder ja, verrichtet. Ein kurzes Gebet verrichtet, ein ganz normales, kurzes Gebet verrichtet. Und als er fertig war, drehte er sich um und er sagte zu den Kuffar von Quraysh, er sagte zu ihnen, Wallahi, hätte ich nicht die Angst gehabt, dass ihr denkt, ich habe Angst vor dem Tod, so hätte ich sehr, sehr lange gebetet. Und das Gebet in voller Länge genossen. Aber ich dachte mir, nicht, dass ihr denkt, dass ich Angst habe vor dem Tod, deswegen habe ich ganz kurz gebetet. Subhanallah. Und dann hat man ihn gekreuzigt. Und dann hat man ihn gekreuzigt und dann haben sie angefangen, ihn zu zerstückeln. Ja? Da haben die Kuffar von Quraysh angefangen, seinen Körper in Stücke zu schneiden. Und dann sagten sie zu ihm, die Führer von Mekka sagten zu ihm, O Khubayb, würdest du lieber mit Muhammad Hassan tauschen und er wäre an deiner Stelle? Khubayb radiallahu anhu, er ist gerade am Kreuz, er wird gerade zerstückelt bei lebendigem Leibe und er sagt zu ihnen, Wallahi, ich wäre nicht gerne zu Hause bei meiner Familie und dem Prophet Muhammad sallam sticht nur ein Dorn. Nur ein Dorn, wenn ihn ein Dorn sticht und ich bin zu Hause, nicht jetzt hier an meiner Stelle, sondern ich bin zu Hause, nicht mal dann würde ich gerne mit ihm tauschen. Subhanallah. Obwohl er gerade in diesem Zustand ist, dass er gerade ermordet wird, dass er zerstückelt wird, weil er lebendigem Leibe, dass er unterdrückt wird, aber schaut auf diese Standhaftigkeit, auf diesen Islam, auf diesen Iman, auf diesen starken Glauben dieses Sahaba radiallahu anhu. Er sagt, ich würde nicht mal gerne mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauschen, wenn ich zu Hause wäre und er würde nur ein Dorn würde ihn stechen. Subhanallah. Geschweige denn, dass ich mit ihm tauschen würde, dass er hier am Kreuz ist. Subhanallah. Schaut auf diese Liebe, die Sahaba radiallahu anhum hatten zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und dann wurde er in Stücke gerissen und zerstückelt, bis er Shahid wurde, ein Märtyrer wurde und so zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückging. Und Sa'id radiallahu anhu, an diesem Tag, er war ein Mushrik, er war ein junger Mann. Er schaute zu und erlebte dieses Ganze mit und er sah, dass die letzten Worte von Khubayb waren, dass er Dua gemacht hat. Er sagte, Allahumma ahsihim adada, waqtulhum bidada, wa la tughadir minhum ahada. Er sagte, O Allah, allesamt, wie sie mir diese Ungerechtigkeit antun und das, was sie mir anstellen, O Allah, zähle sie einzeln und vernichte sie allesamt und lasse niemanden von ihnen aus. Zerstöre sie alle, ja Allah. Das waren so seine letzten Worte, die er machte. Er machte Dua gegen diese Kuffar, gegen diese Ungerechten, die ihn ermordeten. Subhanallah. Und dann ist er zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgegangen. Sa'id ibn Umayr radiallahu anhu, an diesem Tag war er ein Mushrik, ein Käfer. Aber er dieses Ereignis, was er sah, es kam ihm immer vor Augen. Tag und Nacht, er träumte davon, von diesem Ereignis, wie er sah, was mit Khubayb radiallahu anhu passiert ist, wie Khubayb radiallahu anhu, was er für einen starken Glauben hatte, was für eine Liebe zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam er hatte. Und er hat immer wieder an dieses Ereignis gedacht.
bis Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Rechtleitung geschenkt hat in seinem Herzen und dann ist er Muslim geworden. Er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Und dann ist er nach Medina gegangen zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er wurde ein Sahabi und ab der Schlacht von Khaybar, ab dieser Schlacht erlebte er alle Schlachten und alle Kämpfe, hat er mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann teilgenommen. Alle Schlachten, die nach Khaybar waren, als er Muslim wurde, danach hat er bei allen Kriegen, allen Schlachten, hat er teilgenommen. Radiallahu anhu. Bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Und dann war Abu Bakr der Kalif der Muslime, der erste Kalif, und Umar der zweite. Und er auch in dieser Zeit, er war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist übrigens gestorben. Und als er gestorben ist, er war zufrieden und er liebte Sa'id radiallahu anhu. Und danach, auch in der Zeit von Abu Bakr und Umar, als sie Kalifen waren, er pflegte ihnen immer Gutes zu gebieten. Wem? Dem Kalifen, dem Führer der Gläubigen. Er gibt ihm Nasiha, er gibt ihm guten Ratschlag. Zum Beispiel als Umar ibn Khattab, als Abu Bakr gestorben ist, wurde Umar ibn Khattab der zweite Kalif. Er ging zu ihm und er sagte zu ihm, O Amir al-Mu'minin, O Führer der Gläubigen, fürchte Allah und fürchte nicht die Menschen. Sei gut und unterstütze die Unterdrückten. Und er gab ihm mehrere Ratschläge. Und er redet auf diese Art und Weise zu wem? Zu dem Führer der Gläubigen. Und er sagte zu ihm, fürchte Allah und fürchte nicht die Menschen. Und mach das, was Allah also dir auferlegt hat. Und sei der Erste, der das praktiziert, was er sagt. Wenn du Sachen den anderen auferlegst, sei du der Erste, der es praktiziert. Und der das in die Tat umsetzt. Umar ibn Khattab radiallahu anhu, er sagte zu ihm, O Sa'id, ich nehme dich als Wali, als Oberbürgermeister von Homs, von Hims. Hims ist eine Stadt im heutigen Scham in Syrien. Ja? Er sagte, du wirst, inshallah, wirst du der Oberbürgermeister, ja? Der Führer von dieser Region, von Hims, im Scham. Und er sagte zu ihm, Ya Amir al-Mu'minin, ich bitte dich, im Namen Allahs, bitte halte mich daraus. Lege mir nicht diese Last auf, dass ich der Wali bin. Ja, lass mich bitte nicht lege mir nicht diese Last auf, dass ich der Bürgermeister oder der Führer einer Ortschaft bin. Befreie mich bitte davon. Umar ibn Khattab radiallahu anhu wurde sauer. Und er sagte zu ihm, Subhanallah, habt ihr mir alle Last auferlegt auf meinen Rücken und ihr verzieht euch? Und er sagte, Wallahi, du bist der Führer von Hims. Er hat gesagt, nein, du wirst es sein. Und dann sagte er zu ihm, ich werde dir einen Lohn geben, damit du, inshallah, deine Familie ernähren kannst. Er sagte zu ihm, nein, O Amir al-Mu'minin, ich brauche das nicht. Das, was ich habe, genügt mir. Und dann ist er dorthin gegangen und so wurde er der Emir von dieser Region von Homs, der heutigen Stadt Homs, im Scham. Subhanallah, nach einer Zeit traf Umar ibn Khattab radiallahu anhu, traf er Leute, eine Gruppe, die von dort gekommen ist. Er sagte zu ihnen, schreibt mir bitte eine Liste auf von den Bedürftigen in eurer Stadt. In der Stadt Homs, schreibt mir bitte eine Liste von den Bedürftigen, sodass ich ihnen Geld schicken kann und sie unterstützen kann. Und so haben sie ihm Namen aufgeschrieben. Und von diesen Namen, die sie aufgeschrieben haben, er las dann die Namen. Und dann las er Sa'id ibn Umair. Er sagte, wer ist dieser Sa'id ibn Umair? Sie sagen zu ihm, Führer der Gläubigen, ja Amir al-Mu'minin, innahu Amiruna. Das ist unser Emir, der Statthalter, der Oberbürgermeister von uns. Da sagte er, ist er ein armer Mensch? Er sagte, Wallahi, er ist ein armer Mensch, er gehört zu den ärmsten Menschen unter uns. Und es vergehen Tage und viele Tage und bei ihm geht kein Feuer an zu Hause. Der hat nichts zum Kochen. Dann hat Umar ibn Khattab radiallahu anhu, an diesem Augenblick hat er geweint und dann hat er eine Tüte genommen, eine Tasche genommen und hat 1000 Dinar reingetan und sie ihnen mitgegeben und die sollen es
ihm geben, den Führer von, dem Führer von ihrer Stadt, Sa'id radiallahu anhu, die sollen ihm das geben und die sollen ihm schöne Grüße bestellen. Dass er das benutzt, ja, nicht für seinen, damit er seine Familie ernähren kann und seine Sachen regeln kann. Und dann kamen sie zu ihm und haben sie ihm diese Tasche mit Geld gegeben. Er machte sie auf und er sah darin 1000 Dinar, was eine große Summe Geld ist. 1000 Dinar. Als er diese Summe gesehen hat und diese Goldstücke, diese Geldstücke oder Goldstücke gesehen hat, was hat er gesagt? Wie war seine Reaktion? Er sagte, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Istarja'a. Yani er hat Istarja'a gemacht. Er hat dieses Bittgebet gesprochen, was Allah also uns beigebracht hat in Surat al-Baqarah. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diejenigen, die, wenn sie eine Katastrophe, eine Prüfung sie trifft, sie dann sagen, wir gehören zu Allah und zu Allah kehren wir zurück. Subhanallah, Amirul Mu'minin schickt ihm Geld, yani, damit er seine Familie ernährt, damit er sich etwas kauft und ja, ein leichteres Leben hat. Und er sieht das. Und er sagt, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Als würde er, als hätte man ihm eine Botschaft gebracht des Grauens. Eine Katastrophe ist passiert. Subhanallah, was hat er dann gemacht? Seine Frau sagte zu ihm, was ist mit dir? Was ist passiert? Ist der Führer der Gläubigen, ist Umar ibn Khattab gestorben? Er sagte zu ihr, nein, noch schlimmer. Sie sagte zu ihm, ist der Umma von Mohammed ist ihm etwas zugestoßen? Er sagt, noch schlimmer. Er sagt ihm, was denn passiert? Er sagte, Dunya ist zu mir gekommen in mein Haus, um meine Akhira zu zerstören. Die Dunya ist zu mir gekommen, um meine Akhira zu zerstören. Dann sagte sie zu ihm, dann sieh zu, wie du das, wie du deine Akhira beschützt und du davon loskommst. Und sie wusste gar nicht, dass das Geld ist oder Gold ist, was er bekommen hat. Er hat ihr gar nicht davon berichtet. Dann was hat er gemacht? Er hat dann diese 1000 Dinare genommen, komplett wie sie waren, hat dann jemand beauftragt, dass er sie verteilt an die Armen, obwohl er zu den Ärmsten gehörte. Und dann hat man sie komplett verteilt. Dann nach einer Zeit, liebe Geschwister, war Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Er war unterwegs im Scham und dann ist er dort bei Hims vorbeigekommen und er hat die Leute gefragt, wie geht's euch, wie läuft es, seid ihr zufrieden mit eurem Emir? Sie sagten zu ihm, ehrlich gesagt, wir haben Beschwerden über ihn. Hat er gesagt, okay, was habt ihr für Beschwerden? Wir haben große Beschwerden über ihn. Dann hat er gesagt, wenn er so ist, dann holt ihn. Dann haben sie Sa'id ibn Umair radiallahu anhu geholt. Haben sie diesen Sa'id radiallahu anhu geholt und haben ihm dann hat er sozusagen ein Gericht gemacht. Hat er gesagt, setz dich hier hin, die Leute hier von deiner Stadt, sie haben Beschwerden gegen dich. Ja, und dann hat er sie geholt und hat gesagt, wir werden dieses Problem jetzt lösen. Dann haben sie gesagt, hatte Amir al-Mu'minin Umar al-Khattab, er sagt dann zu den Sahaba, okay, was habt ihr für Beschwerden? Sie sagen, wir haben vier große Beschwerden gegen ihn. Dann sagt er, okay, was ist die erste große Beschwerde? Sie sagen zu ihm, was ist die erste große Beschwerde? Sie sagten, er kommt nicht morgens früh raus zu uns, um die Sachen der Stadt zu erledigen und um sich zu kümmern um die Umma in dieser Stadt. Er kommt nicht morgens raus, erst mittags. Dann sagte er zu ihm, ja Sa'id, was sagst du dazu? Zu dieser Beschuldigung. Er sagte zu ihm, er Amir al-Mu'minin, ich wollte eigentlich nicht das darüber sprechen, aber jetzt, wo ich gezwungen werde, muss ich die Antwort geben. Er sagte, ehrlich gesagt, meine Familie ist sehr arm und ich habe keine Möglichkeit, mir einen zu holen, der meiner Familie zu Hause hilft. Und deswegen, wenn ich morgens aufstehe, so mache ich selber Teig und backe Brot, warte, bis es yani, mit der Hefe aufgeht, sagt man, aufgeht. Und dann backe ich Brot für meine Familie und helfe meiner Familie und dann gehe ich erst raus und erledige die Sachen. Er sagte, okay, was ist eure zweite Beschwerde?
Der Christopher, wenn du kurz Zeit hast, antworte ich dir gleich darauf, wenn du willst, ja? Okay, dann sagten sie zu ihm, was, da sagt der Omar ibn Khattab zu den Menschen, was ist eure zweite Beschwerde? Sie sagten dann zu ihm, als zweites, sobald es dunkel wird, er antwortet nicht und er kommt nicht mehr raus und er redet nicht mit uns und er hat mit uns nichts mehr zu tun. Wenn es dunkel wird, hat er mit uns nichts mehr zu tun und er will nicht mehr antworten. Okay? Und dann sagte er, was? Was ist deine Antwort darauf, ja, Sa'id? Sa'id radiallahu anhu sagte, O Amir al-Mu'minin, normalerweise wollte ich das nicht kundtun, aber jetzt, wo ich gezwungen bin, werde ich darauf antworten. Er sagte, ich habe mir vorgenommen, meinen Tag für sie einzusetzen, für die Stadt und für die Menschen. Und die Nacht habe ich eigentlich reserviert für Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich da Ibadah mache und nachts bete. Ich habe den Tag für sie gelassen und die Nacht für Allah subhanahu wa ta'ala gewidmet. Als drittes sagte er zu ihnen, was ist eure dritte Beschwerde? Sie sagten, es gibt einen Tag im Monat, da kommt er nicht raus. Er kommt gar nicht raus. Jeden Tag, jeden Monat, einen ganzen Tag komplett, er kommt nicht raus aus dem Haus. Wir wissen nicht, was er macht, aber er kommt nicht raus zu uns und er hat mit uns nichts zu tun. Dann sagten sie zu ihm, dann sagte er zu ihm, ja, Sa'id, was sagst du darüber? Warum kommst du einmal im Monat nicht raus, den ganzen Tag nicht raus, um die Sachen zu erledigen in der Stadt als Oberbürgermeister? Er sagte zu ihm, O Amir al-Mu'minin, ich wollte eigentlich darüber nicht reden, aber diese Kleidung, die ich trage jetzt auf meinem Körper, das ist die einzige Kleidung, die ich habe. Und einmal im Monat ziehe ich die aus und wasche sie und sie ist nass und ich habe nichts anderes zum Anziehen. Deswegen muss ich warten, bis es trocknet und dann gehe ich erst vielleicht ganz kurz, bevor der Tag zu Ende ist, raus, wenn es trocken wird. Das ist der Grund, warum ich einmal im Monat nicht aus dem Haus rausgehen kann. Da sagte er zu ihnen, okay, was ist eure vierte Beschwerde? Und sie sagten, zwischendurch passiert es immer wieder mal, dass er mit uns isst und auf einmal fällt er in Ohnmacht. Einfach so, er fällt in Ohnmacht. Er sagte, oh Sa'id, warum? Warum machst du das? Warum passiert das? Er sagte zu ihm, oh Amir al-Mu'minin, das passiert mir nur, oder das passiert mir immer wieder, wenn ich daran denke, an die Zeit, an der ich ein Muschrik war, ein Kafir war, und ich in Mekka war und man Khubayb radiallahu anhu gekreuzigt hatte, und ich war dort und ich sah zu, wie diese Ungerechtigkeit diesem edlen Sahabi passiert ist, und ich habe ihm nicht geholfen. Und ich habe Angst, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir nicht verzeiht. Und immer wenn ich daran denke und an die Worte und die Dua von Khubayb radiallahu anhu denke, yani habe ich Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, vor der Strafe und dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Dua erhört hat und dass Allah mir nicht verzeiht. Und wenn ich an dieses Ereignis denke, wie Khubayb radiallahu anhu zerstückelt wurde und ich ihn nicht unterstützt habe, dann falle ich in Ohnmacht. Als Umar ibn Khattab radiallahu anhu die Beschuldigungen hörte, er dann aber die Entschuldigungen hörte von Sa'id radiallahu anhu, er sagte Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala, weil ich hatte großes Vertrauen in Sa'id ibn Umayr radiallahu anhu, dass er ein guter Mann ist und dass er ein guter Statthalter sein wird, ein guter Bürgermeister sein wird. Und ich hatte Angst, dass er mein Vertrauen ja nicht gerecht wird. Ja? Aber er sagte dann Alhamdulillah und dann ging Umar ibn Khattab radiallahu anhu, der Führer der Gläubigen, er ging dann fort. Und er schickte ihm wieder eine Tasche mit 1000 Dinar zu ihm als Unterstützung für sein Leben. Und bei diesem Mal, als die mit dem Geld kamen und seine Frau sah, wie er das Geld öffnete und sie sagte, Alhamdulillah, oh, mein Ehemann, Alhamdulillah, Allah Azzawajal hat dir Rizq und Versorgung gegeben und Reichtum gegeben. Vielleicht könntest du jetzt jemanden holen, der uns hilft hier bei den Angelegenheiten. Früher war es ja nicht wie heute. Du gehst einfach einkaufen und du hast Mehl und Reis und alles fertig. War heute damals nicht so. Du musstest alles, ja, wirklich alles
kleinen, nee, sehr, sehr viel Hausarbeit, um überhaupt irgendwie ein Brot machen zu können oder was auch immer. Ja, Feuer, Holz zu sammeln und dies zu machen, um alles, er war extrem, unter extrem schweren Bedingungen, subhanallah. Ja, und Sa'id radiallahu anhu, er sagte zu seiner Frau: Ich habe eine gute Idee. Was denkst du darüber, wenn wir dieses Geld investieren und wir bekommen es zurück an einem Tag, an dem wir es sehr, sehr, sehr brauchen werden? Was hältst du davon? Was hältst du davon, wenn wir dieses Geld investieren für einen bestimmten, für einen besonderen Tag, an dem wir es wirklich sehr, sehr nötig haben werden? Sie sagte: Was meinst du damit? Er sagte zu ihr: Was hältst du davon, wenn wir dieses Geld, diese 1000 Goldmünzen, wenn wir sie spenden, wenn wir sie Allah subhanahu wa ta'ala leihen und er gibt es uns zurück an einem Tag, nuqriduha Allah qardan hasana. Wir leihen es oder wir investieren es, indem wir es Allah subhanahu wa ta'ala geben und er gibt es uns zurück an einem Tag, an dem wir es sehr, sehr gebrauchen können. Sie sagte zu ihm: Mach es. Und dann haben sie das verteilt in vielen kleinen Tüten und haben das dann verteilt an die Waisen und Witwen und die Bedürftigen, komplett verteilt. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er gehörte zu den Menschen, der weggegeben hat und spendete, obwohl er es am meisten nötig hatte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein und möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, mit den Sahaba radiallahu anhum, subhanallah. Und das war die Geschichte, kurz gefasst, von Sa'id ibn Umair al-Jumahi radiallahu anhu, subhanallah. Und das war inshallah zu diesem Thema, die 100 Glorreichen. Und jetzt, liebe Geschwister, inshallah, werden wir ganz kurz den zweiten Vortrag halten, und zwar über die großen Sünden. Wie ich angekündigt habe, werden wir jetzt inshallah über die großen Sünden sprechen. Und wir werden heute, inshallah, hier das Buch Kitabul Kabair, ja, Kitabul Kabair, die großen Sünden von Imam al-Dhahabi, rahmatullah alayhi, wir werden heute die 14. große Sünde im Buch behandeln. Und zwar ist das die Sünde von Alkohol und Drogen konsumieren. Ja, Berauschendes zu sich nehmen. Sharbul Khamri wa innam yaskar minhu. Ja, das Berauschendes zu sich zu nehmen, Alkohol oder Wein zu sich zu nehmen und Drogen zu konsumieren. Ja, danke Rico Freiberger. Sehr wichtige Kommentare, aber nachts um diese Uhrzeit ist alles in Ordnung, ja? Okay, inshallah fangen wir an mit dem nächsten Thema. Wie im gesamten Buch hat der Schriftsteller von diesem gewaltigen, wunderschönen Buch, er hat immer wieder angefangen. Erst hat er Beweise gebracht vom Koran, dann Beweise gebracht von der Sunna des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, um zu belegen, das, was er hier vorgibt. Er gibt jetzt vor, dass Alkohol trinken, Berauschendes zu sich zu nehmen, eine große Sünde ist. Drogen zu nehmen, eine große Sünde ist. Und in der Überschrift heißt es Sharbul Khamr, ja, Wein, Alkohol oder Berauschendes zu sich zu nehmen, auch wenn es nicht trunken macht. Das ist die Überschrift vom Kapitel, von dieser großen Sünde. Auch wenn es nicht, es ist eine große Sünde. Al-Kabiratu Rabi'atu Ashar, das ist die 14. große Sünde in diesem Buch. Und dann sagte er, das Kapitel Berauschendes, also Wein, Alkohol, Berauschendes zu sich zu nehmen, auch selbst dann, wenn es nicht trunken macht. Ja, selbst dann, wenn es nicht trunken macht. Als erstes brachte er Beweise von der Sunna vom Koran. Er sagte hier, قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يسألونك عن الخمر والميسر. Sie fragen dich nach Al-Khamr und Meisir. Sie fragen dich nach Alkohol, Wein, Berauschendes, das beinhaltet das alles. Ja, im Arabischen, im Islam, im Koran, wenn da steht Al-Khamr, so bedeutet das nicht nur, also wortwörtlich übersetzt, ist das Wein. Ja, aber im islamischen Sinne bedeutet das alles, was berauscht. Ja,
alles, was berauscht, ist, fällt unter dieser Kategorie Al-Khamr. Ja? Weil das Al-Khamr macht mit dem Aql, ja, mit dem Verstand. Es berauscht den Verstand. Ja, deswegen, zu diesem Kapitel, liebe Geschwister, gehört nicht nur Alkohol trinken. Ja, wenn wir über dieses Kapitel hier sprechen, ja, dieses Kapitel oder diese große Sünde, das beinhaltet alles, was berauscht. Es ist egal, ob das Alkohol ist oder Heroin, Kokain, Ecstasy oder was gibt es an Drogen, Marihuana oder egal was, das, egal was berauscht, viel berauscht oder wenig berauscht, alles, was unter Berauschendes zu Berauschendem gehört, ist eine große Sünde im Islam. Und zwar unter den größten Sünden im Islam sogar. Wie wir sehen werden von den Beweisen vom Koran und Sunna. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Kapitel, liebe Geschwister. Weil wir heute oft das Problem haben, dass viele Muslime und viele Jugendliche Berauschendes zu sich nehmen und dabei sich denken, ja, es ist nicht so schlimm. Oder einen Unterschied machen. Die sagen, ja, Alkohol ist eine große Sünde. Aber einen Joint zu rauchen, Haschisch zu rauchen, ja, Marihuana zu sich zu nehmen oder andere Drogen, das ist keine große Sünde. Ja, und das ist falsch, liebe Geschwister. Unter diesem Kapitel gehört alles, zu dieser großen Sünde gehören alle Sünden, alle Arten von Berauschendem. Alles, was berauscht, gehört zu Alkohol, Wein und Drogen konsumieren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Vers, Surat al-Baqarah, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. Sie fragen dich, O Muhammad, die Kuffar fragen dich nach Al-Khamr und Al-Maysir. Al-Khamr und Maysir. Sie fragen dich nach Wein, nach Berauschendem und Geldspiele, ja? Wie nennt man das? Wie kann man das noch sagen? Tu das weg. Ja, sie fragen dich nach Baraklaufikum. Al-Khamr wal-Maysir. Al-Maysir ist Glücksspiele. Genau, Glücksspiele, ja. Sie fragen dich nach Alkohol, beziehungsweise Berauschendem und nach Glücksspiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, sag, O Muhammad, sag ihnen, Baraklaufikum, sag ihnen, قُلْ فِيهِمَا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Sie fragen dich nach Berauschendem, nach Alkohol, Wein, Drogen und nach Glücksspiel. Sag ihnen, O Muhammad, in ihnen, darin, in ihnen beiden, قُلْ فِيهِمَا, ja, in ihnen beiden ist eine große Sünde und darin ist auch Nutzen. Ja, nee, darin ist Nutzen. Natürlich, wenn du eine Spielothek hast, kannst du Geld verdienen, kannst du, ja, darin ist Nutzen und Schaden, wie bei allen Sachen. Ja, in Wein, in Alkohol ist Nutzen und Schaden. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Aber ihre Sünde und ihr Schaden ist weitaus größer als ihr Nutzen. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das verboten gemacht. Aber das ist der eine Vers, den er gebracht hat. وقال الله تعالى, und in dem anderen Vers sagte Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 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 لعلكم تفلحون. Ja, o ihr, die ihr glaubt, wahrlich im Alkohol, und ich sage jetzt extra im Wein, Alkohol, Drogen, Berauschendes, alles was berauscht, ja. Und dann nannte er ein paar andere Sachen. Darin ist Ritz. Ritz ist, wie kann man Ritz am besten übersetzen? Rijsun min amali shaitan. Ritz ist so wie, darin ist, ist Schaden, aber ist auch so wie, ja, ist eine unreine Sache. Ja, ist eine unreine, eine schlimme Sünde. Min amali shaitan, von den Taten des Satans. Ja, Glücksspiele und diese ganzen Sachen, ja, die Alkohol, Drogen,
Glücksspiele etc., das gehört zu den Taten des Satans. Fetschtenibu. Fetschtenibu in Ischinebis geht ganz, ganz weit weg davon. Haltet euch ganz, ganz fern davon. Ja, weil es eine sehr, sehr schlimme Sache ist. Haltet euch fern davon. Es gehört zu den Taten des Satans. La'allakum tuflihun. Vielleicht werdet ihr dann erfolgreich sein. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter im nächsten Vers: Innama yuridu shaytan an yuqi'a baynakum al-adawa wal-baghda fil-khamri wal-maisir. Wahrlich, der Satan möchte mit dem Glücksspiel und mit Alkohol, er möchte zwischen euch Feindschaft machen und zwischen euch Streitigkeiten hervorbringen, ja? Probleme machen zwischen euch, zwischen Familienangehörigen, zwischen Freunden etc. In Glücksspiel und in Alkohol und Drogen ist sehr, sehr viel Schaden. In jederlei Hinsicht. Gesundheitlich, wirtschaftlich, psychisch, gesundheitlich, familiär, in jeglicher Hinsicht. Sehr, sehr große Probleme. Sucht, Familienzerstörung, alles ist darin. Alles, was ein Schaden, alles, was man sich vorstellen kann an Schaden, ist verankert und tief drin in Spielsucht oder Glücksspielen und Drogenkonsum. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala sagt das auch in diesem Vers. Darin ist wahrlich, der Shaitan will wahrlich damit Feindschaft bringen. Al-Adawa. Ja? Innama yuridu an yuqi'a baynakum al-Adawatu. Innama yuridu shaitanu an yuqi'a al-Adawatu. An yuqi'a baynakum al-Adawatu wal-Baghda. Er will zwischen euch Feindschaft und Hass. Ja? Eine Familie, ein Mann und seine Frau und auch die Kinder. Was passiert in dieser Familie, wenn der Vater zum Beispiel, was oft der Fall ist, und ich werde oft leider mit diesen Problemen konfrontiert, dass Schwestern Probleme mit dieser Sache haben. Eine Schwester praktiziert, betet, fastet, praktiziert den Islam. Der Mann ist spielsüchtig, alkoholsüchtig. Ja? Die Frau hasst ihn. Die Kinder hassen ihn, diesen Vater. Er nimmt sich den Lohn, er nimmt sich alles Geld, was da kommt, am ersten des Monats, am ersten Tag, wenn das Geld ankommt, er nimmt das, er geht Drogen nehmen, Alkohol trinken, er geht in die Spielothek und haut das ganze Geld auf den Kopf. Und die nächsten 28 Tage, 29 Tage, die haben kein Geld. Die Frau muss sich Geld leihen, muss betteln bei ihrer Familie, bei Nachbarn, damit die überhaupt zu essen haben, weil er spielsüchtig ist, weil er drogensüchtig ist. Kaputte Menschen einfach. Was wird diese Frau, die wird diesen Menschen hassen, weil man hat Sabr, einen Monat, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre. Hass, diese Kinder werden ihn hassen. Und ich habe sogar miterlebt, dass solche Männer angefangen haben, dann die Goldstücke von den Kindern oder von der Frau, was sie bekommen hat zur Hochzeit oder die Kinder bekommen haben, zum Eid oder von den Großeltern Geschenk bekommen haben, dass dieser Spielsüchtige oder Alkoholsüchtige, er verkauft die Geschenke seiner Kinder, um Drogen zu nehmen, um Glücksspiele, um in die Spielothek zu gehen. Und genau das passiert, was Allah Azza wa Jalla gesagt hat in diesem Vers. Die Frau wird diesen Mann hassen. Die eigenen Kinder werden diesen Mann hassen. Und Allah, ich habe das oft miterlebt. Und oft wurde ich damit konfrontiert. Ja, und subhanallah, verzweifelte Familien, kaputte Familien, kaputte Kinder. Subhanallah, wenn man so einen Vater hat, der so kaputt und zerstört ist. Und er möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen recht leiten. Aber schaut genau die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala, was er vor 1400 Jahren gesagt hat. Genau das trifft ein. Wallahu musta'an. Und dann hat er, liebe Geschwister, und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala noch weiter. Ja? Diese Sache wird was machen? Hass und Feindschaft bringen zwischen den Gläubigen und zwischen den Muslimen, zwischen den Familienangehörigen. Hass und Feindschaft. Wal-Baghda fil khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillah. Und diese Spielsucht, dieses Glücksspiel, diese Drogen, dieser Drogenkonsum, وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Und dieses wird euch weit wegbringen von was?
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، جزاك الله خيرا، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. Dieser Drogenkonsum und dieses Glücksspiel oder diese Glücksspiele, sie werden euch wegbringen von dem Gedanken Allahs und vom Gebet. Ja, jemand, der Drogen konsumiert, er wird aufhören zu beten. Sehr wahrscheinlich wird er aufhören zu beten. Nicht in jedem Fall, aber in den meisten Fällen wird Alkoholkonsum und Drogenkonsum jemanden davon abbringen, wenn er betet, es wird ihn abbringen vom Gebet und von dem Gedanken Allahs. Und im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, es wird ihn abbringen von der Religion. Es wird ihn zerstören und seinen Glauben, seinen Iman zerstören. Das richtet Alkohol- und Drogenkonsum mit einem, genauso wie auch Glücksspiel. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt das in diesem Vers. Er wird euch dieser Drogenkonsum, Alkohol, Drogenkonsum und Glücksspiel, es wird euch abbringen von der Religion. Es wird euch abbringen vom Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala und vom Gebet. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er beendet diesen Vers, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, werdet ihr damit aufhören? Dann brachte er der Gelehrte in diesem Buch, Imam Dhahabi, rahmatullah alayhi, er brachte dann ein paar Hadithe, inshallah werde ich diese Hadithe, inshallah, dann nur kurz euch, inshallah, auch übersetzen, und dann werden wir, inshallah, aufhören. Er brachte als erstes den Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عفوا ونشو عن ثابت وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك und es wurde überliefert, authentisch überliefert von Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, als dieser Vers herabkam und Alkohol verboten wurde, ging die Sahaba, ein Sahabi ging zum anderen, die Sahaba radiallahu anhu, einer ging zum anderen und einer sagte dem anderen, Alkohol wurde oder der Drogenkonsum wurde verboten. Ja, es war ja am Anfang nicht verboten und dann wurde es teilweise ja nicht verboten. Und als dann das komplette Verbot dann kam, ging die Sahaba einer zu dem anderen und einer berichtete dem anderen von diesem Verbot. Und sie sagten zueinander, Alkohol und Drogenkonsum wurde verboten und er wurde gleichgesetzt, ja, der Alkoholkonsum, der Drogenkonsum, er wurde gleichgesetzt mit Schirk. Ja, وَجُعِلَ لِشِرْكِ عَدْلَ, ja, es wurde so ungefähr gleichgesetzt wie der Schirk. Weil in diesem Vers auch Schirk vorkommt. Alkohol, Glücksspiele und auch Schirk. Ja, und deswegen wurde gleich darauf hingedeutet, hey, aufhören, stopp, es ist eine Sünde und es ist eine gewaltige Sünde. Nicht eine normale Sünde, sondern eine ganz, ganz große Sünde. وَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ وَهِيَ بِلَا رَيْبْ أُمُّ الْخَبَائِثِ وَقَدْ لُعِنَ شَارِبُهَا فِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ. Ja? Und in dem zweiten Hadith sagte er, وَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ, dann war die und عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, er hatte die Ansicht, dass das eine der allergrößten, أَكْبَرُ الْكَبَيْرِ, eine der größten aller Sünden im Islam ist, وَهِيَ بِلَا رَيْبْ أُمُّ الْخَبَائِثِ, und sie ist, der Drogenkonsum, Alkohol, ist ohne Zweifel die Mutter aller Sünden. Die Mutter Ummul Khabaith, die allergrößte Sünde. Ja, die allergrößte Sünde. Ummul Khabaith, die größte aller Sünden. Und dann sagt er weiter, وَقَدْ لُعِنَ شَارِبُهَا. Und derjenige, der es trinkt, derjenige, der es zu sich nimmt, er wurde verflucht im Islam. Und das mit zahlreichen Hadithen. Oder das in zahlreichen Hadithen. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فإن شربها فاجلدوه فإن شربها الرابعة فاقتلوه صحيح أبو داود والترمذي وابن ماجه. Und jetzt kommt ein anderer Hadith, liebe Geschwister. In diesem Hadith
sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, wenn jemand von euch Alkohol trinkt, so schlagt ihn. So schlagt ihn, yani der Richter, natürlich nicht jeder von uns, Selbstjustiz, sondern der Richter, wenn es einen Richter gibt, dann ist die Strafe dafür, dass er Peitschenhiebe bekommt. Er wird geschlagen, ja, als Strafe. Wenn er es nochmal macht, dann schlagt ihn wieder. Wenn er es noch einmal macht, dann schlagt ihn wieder. Wenn er es zum vierten Mal macht, so tötet ihn. Ja? Und, liebe Geschwister, der Hadith ist authentisch überliefert bei Tirmidhi und Abu Dawud und Ibn Majah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordnete an, dass derjenige, der Alkohol trinkt oder der Drogen konsumiert, nach dem islamischen Recht dreimal geschlagen wird, als Strafe. Dreimal geschlagen wird und beim vierten Mal er die Todesstrafe bekommt. وعن عمر ابن الحارث حدثني عمر ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in diesem Hadith, derjenige, der das Gebet unterlassen hat, sukran, weil er betrunken war. Ja? Es ist gleichzustellen, es ist wie das Gleichnis, jemanden, der die ganze Dunya in seinem Besitz hatte und dann wurde es ihm weggenommen. Ja? Das ist, wenn er einmal das Gebet unterlassen hat, weil er besoffen war, weil er betrunken war oder berauscht war durch die Drogen. Wenn er einmal das Gebet verpasst, als hätte er die komplette Dunya würde ihm gehören und man würde sie ihm dann wegnehmen. Also ist es dann schlimmer, wenn man nicht betet? Also wenn man halt übermacht, dann bin ich nicht besoffen? Mhm. Oder wenn man eher, also in diesem Beispiel? Nein, also in diesem, also man darf nicht betrunken beten. Wenn jemand betrunken ist oder berauscht ist, ja, dann darf er gar nicht beten. In dem Zustand. Man würde sowieso nicht von ihm angenommen, weil er weiß ja gar nicht, was er da macht. Ja? Na, wenn er nicht betet, das ist ja nur ein Gleichnis, was es bedeuten würde, wenn er nicht betet. Wenn er nicht betet, das wäre als eine seiner, yani, das ist um die Leute davon auch abzuhalten, dass sie das tun. Ja, wenn einer schon sowas macht, dann zumindest zum Beispiel, wenn er das schon macht, dann gibt es zum Beispiel Leute, die trinken einfach tagsüber. Wenn er tagsüber trinkt, wird er auch nicht beten können. Aber wenn er zum Beispiel nachts zum Beispiel trinkt, dann ist er ja bis zum Morgen, ist sein Verstand wieder da und er müsste wieder beten. Ja? Auch wenn sein Gebet, auch wenn er die Belohnung von 40 Tagen... Ja, ich meine, aber jetzt in dieser, also so als wegen dem Fleisch, mhm. Also wäre das dann, wenn man dann nicht betrunken ist, dann noch schlimmer? Also so zum Vergleich? Nein, also er dürfte ja sowieso nicht beten, weil er betrunken ist. Wenn man nicht betrunken aber... Ach so, nicht betrunken sein und nicht betet. Ach so, nein, ist nicht zu vergleichen. Derjenige, der nicht betrunken ist und nicht betet, fällt er im Kuffer, weil der Prophet Muhammad sagte, man taraka as-sala faqad kafar, derjenige, der nicht betet, hat Kuffer begangen. Derjenige hat dann entweder Kuffer begangen, was ja noch schlimmer ist, oder er hat eine der allerschlimmsten Sünden im Islam gemacht. Das ist noch schlimmer. Ja, das ist noch schlimmer. Gar nicht zu beten ist ja noch schlimmer. Aber der hier betet nicht, weil er betrunken war. Ja? So ist nur ein Gleichnis, dass er so viel an Khair hat er verloren. Als hätte er die ganze Dunya würde er besitzen und man würde sie ihm wegnehmen. Das war Nummer 1. وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَىٰ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سُكَرًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. Und derjenige, der viermal das Gebet wegen Trunkenheit nicht verrichtet, ja, derjenige, der es viermal nicht, ne, das ist nicht meine Frau, das ist meine Tochter, derjenige, der es viermal, ja, das Gebet viermal unterlässt, weil er betrunken war oder berauscht war,
ja, oder drauf war oder high war oder wie das heißt, ja, für den ist es verpflichtend bei Allah, dass Allah ihn davon trinken lässt von Tinatil Khabal. Qila ya Rasulullah, was ist Tinatil Khabal? Er sagte, das ist die Ausscheidung von den Höllenbewohnern. Die Leute, die in Jahannam sein werden, die Kuffar von Menschen und Jinn, die in Jahannam verbrennen werden, das, was aus ihrem Körper rauskommt, an Ausscheidungen, an Eiter und Allahu A'lam, was aus ihren, ja, wenn sie verbrannt werden und bestraft werden im Höllenfeuer, das, was dann aus ihren Körpern rauskommt, an Eiter und Flüssigkeiten, derjenige, der viermal das Gebet nicht verrichtet, weil er betrunken war oder drauf war, wenn er es viermal macht, Allah Azza wa Jalla hat es sich zur Pflicht gemacht, ihn davon trinken zu lassen. Das heißt, was, liebe Schwester, mit anderen Worten, derjenige, der viermal quasi das Gebet nicht verrichtet, aus diesem Grund, weil er betrunken war, das heißt, er wird in die Hölle kommen, weil er wird diese Ausscheidung, möge Allah bewahren, diese Ausscheidung, die werden die Leute im Paradies ganz bestimmt nicht zu sehen bekommen. Ja? Wallahu musta'an. Aber, das heißt, liebe Geschwister, zum einen, er wird in die Hölle kommen, weil es auch eine große Sünde ist. Ja, aber hier steht, وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ يعني, Allah also hat das yani, entschieden, dass diese Person, ja, dass diese Person von dieser Ausscheidung von den Höllenbewohnern trinken muss. Subhanallah. Ja, qala sallallahu usaratu ahli jahannam. Und das auch, dieser Hadith ist auch authentisch überliefert bei Sahih, bei Imam Ahmed, ja, im Musnad. Und dann der vorletzte Hadith oder vorvorletzte Hadith wa an Jabir radiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna 'ala Allahi 'ahdan liman shariba al-muskira an yusqiyahu min tinatil khabal. In diesem Hadith sagte Jabir radiyallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, inna 'ala Allahi 'ahdan, Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen, Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah azza wa jalla hat versprochen, dass derjenige, der Alkohol zu sich nimmt oder Drogen nimmt, dass er ihn trinken lassen wird von den Ausscheidungen der Höllenbewohner. Ja? Das heißt, liebe Geschwister, dieser Hadith ist auch so zu verstehen. Erstens, derjenige, der Drogen nimmt und Alkohol trinkt, er wird in die Hölle gehen. Wenn Allah ihm nicht verzeiht, wenn er nicht Taube macht oder er die Chance nicht dazu bekommt, Taube zu machen, weil es gibt ja Leute, die sagen, ja okay, komm, ich bin jung. Ja, ich nehme jetzt Drogen oder ich probiere das aus, ich mache das, ja, ich will ein bisschen jetzt hier Party machen und so und später mache ich Taube und Allah ist vergebend. Ich persönlich kenne einige Leute, ja, und ich kenne von meinen besten Freunden, als ich ein Kind war oder ein Jugendlicher war. Ich kenne manche oder einige von meinen Freunden, als ich ein Kind war oder ein Jugendlicher war, mit denen ich gespielt habe oder mit denen ich Zeit verbracht habe, die gestorben sind, sind einige. Und manche von denen sind gut gestorben, möge Allah sie annehmen und möge Allah mit ihnen die höchste Stufe des Paradieses geben. Manche von ihnen kenne ich, die haben einen wunderschönen Tod gehabt, möge Allah sie annehmen und möge Allah ihnen die höchste Stufe im Paradies geben. Aber manche von ihnen, liebe Geschwister, mit denen ich gespielt habe, als ich ein kleiner Junge war oder ein Jugendlicher war, manche von ihnen, zwei von ihnen, sind gestorben, als sie betrunken oder in Drogenkonsum. Einer ist auf einem Motorradunfall in Algerien. Immer als ich in Algerien war, als kleiner Junge, ich habe meine ganze Sommerferien mit ihm gespielt. Subhanallah. Ja? Und als er ein Jugendlicher war, er war auf einem Motorrad in Algerien, in Nuharan, und er war auf einem Motorrad mit seiner Freundin hinten drauf und sie haben Alkohol getrunken oder Drogen genommen. Eins von beiden. Und sie haben einen Unfall gebaut und sind gestorben. Möge Allah bewahren. Ja? Und er hat sich bestimmt nicht, er war kein, so, ja, ich habe mit ihm Fußball gespielt, ich habe jedes Jahr mit ihm meine Sommerferien verbracht, subhanallah. Er hat auch bestimmt nur gedacht, oh, ein bisschen Spaß haben und später mache ich Tauba. Und ein anderer, mit dem ich auch ein bisschen Zeit verbracht habe in meiner Jugend, subhanallah, er ist bei einem Autounfall ähnlich gestorben, auch betrunken, und er ist so zu seinem Herrn zurückgegangen. In dieser schlimmen Sünde.
Und beide waren sehr, sehr jung. Ja, beide waren sehr, sehr jung. Subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, man darf nicht einfach so sagen, ja, ja, ein bisschen genießen, ein bisschen Spaß haben und später mache ich Tauba. Wallahi, ich kenne Leute, die haben vor 20 Jahren angefangen, Alkohol zu nehmen oder Drogen zu nehmen. Und sie haben nicht gedacht, sie werden da drin bleiben. Und sie werden so alt werden. Aber wallahi, bis heute haben sie nicht geschafft, da rauszukommen. Bis heute noch, sie sind Alkoholiker und sie sind Drogenkonsumenten. Bis heute und sie kommen nicht da raus. Und einen anderen kenne ich, einen algerischen Freund auch, mit dem habe ich jahrelang Fußball gespielt. Subhanallah, wallahi, eigentlich als Mensch, wallahi, ein lieber Mensch. Ja, allgemein. Und er hat mich oft gerufen, jedes Mal als seine Kinder, er hat subhanallah 4 Kinder hinterlassen, und jedes Mal als er Kinder, ein Kind bekommen hatte, hat er mich gerufen, ob ich ihn fahren kann zum Krankenhaus, dass seine Kinder beschnitten werden. Und ich glaube, ich habe das gemacht bei 2 oder 3 von seinen Söhnen. Allgemein, wallahi, ein lieber Mensch. War nicht ein so bösartiger. Aber wallahi, er hatte so eine Krankheit. Ja? Von seiner Kindheit hat er angefangen, Haschisch zu rauchen. Und subhanallah, er hat so viel geraucht. Und wallahi, er war, was das Fußball angeht, ist ein blöder oder unnötiger Sportart eigentlich. Aber macht halt Spaß. Ja? Bevor das Spiel, also wir hatten, wir haben im Verein gespielt und in der Bezirksliga. Und wallahi, er hat vor dem Spiel Haschisch geraucht. In der Halbzeitpause, ja, in der Halbzeitpause hat er geraucht und nach dem Spiel hat er geraucht. Und wenn Ramadan war, er hat gefastet, aber das Erste, womit er, wir normalerweise als Muslim, fängst du an mit einer Dattel, er hat angefangen mit einem Joint, ja. Er war sowas von süchtig, subhanallah, und er ist dann an Krebs gestorben, an Lungenkrebs. Seine Lunge war, ja, Krebs komplett schwarz, ja. Nur Zigaretten und Haschisch. Von morgens bis nachts, wirklich nonstop. Ja, bis er seine Lunge zerstört hat. Und er ist jung gestorben, er war nicht mal 40 Jahre alt. Ja, subhanallah. Und hat 4 Kinder, subhanallah, hinterlassen. Und er ist gestorben letztendlich an dieser Droge, die er genommen hat. Ja, und viele Leute, wallahi, viele Leute denken sich das gar nicht. Und die haben nicht vielleicht diese Absicht. Aber viele kommen nicht mehr, die meisten kommen sogar nicht mehr da raus. Geht mal zu den, wie oft war ich in einer, wie oft war ich in einer Psychiatrie, habe Geschwister besucht, in der Psychiatrie Geschwister besucht, die eine Psychose hatten oder verrückt geworden sind, wegen Drogenkonsum. Wallahi, so oft habe ich Muslime im Krankenhaus gesehen, ja, die komplett verrückt gegangen sind. Und wallahi, ich kenne selber persönlich mindestens 2 oder 3, die Selbstmord begangen haben. Wallahi, gute Brüder, die mit uns in der Moschee immer gebetet haben. Aber sie haben dieses große Problem gehabt. Sie haben sogar gebetet und Koran gelesen, alles, aber drogensüchtig. Alkohol und drogensüchtig. Und am Ende, was ist passiert? Drogen genommen, vom 5. Stock, vom 7. Stock gesprungen und sie dachten einfach, sie können fliegen oder sonst irgendwas. Und sind einfach, ja, und manche von ihnen, eine Bruder aus Bonn, wie viele Kinder hat er hinterlassen, andere Brüder auch. Ja, wie viele Kinder haben sie hinterlassen, weil eine junge Frau hinterlassen, subhanallah. Und alle, wallahi, keiner von ihnen hat gedacht, ja. La'anakallah. La'anakallah. Khabith. Allahumma sta'an, ja. Und wie viele Leute von ihnen haben auch nicht so gedacht, haben gedacht, ja, ich ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Party machen und dann höre ich auf, ja. Aber es kam dann anders. Und deswegen, liebe Geschwister, muss man aufpassen. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Ya ayyul ladina amanu, Allah also sagt, Al-Shaytan, huwa aduun lakum, fattakhiduhu aduwa. Wie geht der Vers von Anfang an? Inna Shaytana lakum aduun, fattakhiduhu aduwa. Wahrlich, der Satan, wahrlich, der Satan ist euch ein deutlicher Feind. Ja? Ist euch ein deutlicher Feind, so nimmt ihn euch zu einem Feind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem anderen Vers, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. O ihr, die ihr glaubt, ihr الذين آمنوا, لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. O die ihr glaubt, folgt nicht den Fußstapfen von Shaitan. Weil der Satan, der kommt niemals zu dir und er sagt dir, ey komm, geh mal Whisky reinhauen. Er sagt, kommt niemals zu dir und sagt dir, komm, lass mal hier eine Spritze Heroin nehmen. Niemals. Weil keiner würde das machen. Von null auf,
ja, von 0 auf 100 gehen. Aber er sagt dir, komm, hey, komm, lass mal nur ein bisschen Joint probieren, eine Zigarette ausprobieren. Komm, lass mal einen Joint probieren. Komm, lass mal, ja, eine bestimmte Sache nur. Immer nur eine bestimmte Sache. Ausprobieren, nur ein bisschen Spaß haben. Ein bisschen Party machen, ein bisschen Dunja. Und dann probiert man es aus. Und dann probiert man es aus, vielleicht hat man Spaß. Manche, die ekeln sich von Tag 1, nein, danke, nie wieder. Und manche, okay, schmeckt, macht Spaß. Und dann probiert er ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und ja, ein bisschen, Allah ist Rafur Rahim, Allah wird verzeihen. Und dann macht er. Aber nach einer Zeit, und es schmeckt und es macht Spaß, nach einer Zeit sagt er, hey, es macht nicht mehr so viel Spaß. Ja, komm, lass mal das und das ausprobieren. Und wenn man schon da drin ist, Allah wird dir noch andere Leute schicken, die schon anderes ausprobiert haben. Ja, die schon etwas anderes ausprobiert haben. Komm, lass mal das probieren. Das ist Hammer. Das ist richtig, das ist richtig cool. Und dann probierst du eine zweite Art von Drogen, eine dritte Art von Drogen. Und irgendwann mal wirst du genau das machen. Am Ende wirst du Alkohol trinken und am Ende wirst du saufen und am Ende wirst du alles Mögliche an Drogen nehmen. Und vielleicht wirst du auch dann dein Dunya und deine Akhira daran verlieren. Möge Allah bewahren. Damit wir inshallah zum Schluss kommen, noch zwei Hadithe. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shariba al-khamra fi dunya hurimaha fi al-akhira. Muttafaqun alayh. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der Wein trinkt, also hier ist es Wein gemeint in diesem Hadith, ist authentisch überliefert bei Bukhari und Muslim, derjenige, der Wein trinkt im Dunya, für den wird Wein haram sein in Akhira. Weil im Paradies wird es Wein geben. Ja, nicht Wein, was sich besoffen macht, aber Wein zum Genießen. Ja, eine Art von Wein, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat im Paradies. Ja, und zwar gibt es davon sogar einen Fluss oder Flüsse aus Khamr. Wie es auch Flüsse gibt aus Milch und aus Honig. Ja, und anderen schönen Sachen. Ja, derjenige, der Khamr trinkt im Diesseits, für den wird Khamr haram sein im Paradies. Und im letzten Hadith, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, qal mudminul khamri in mata laqiya Allah ka'abidi wathan. Derjenige, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith, mudminul khamr, der Alkoholiker, derjenige, der süchtig ist, der Alkoholiker oder der Drogensüchtige. Ja, Mudmin ist die Sucht. Der Alkoholsüchtige oder Drogensüchtige. Derjenige, der süchtig ist, wenn er stirbt, in diesem Zustand stirbt, er stirbt als Drogensüchtiger oder Alkoholsüchtiger, er wird Allah treffen, laqiya Allah ka'abidi wathan. Er wird Allah treffen, als wäre er jemand, der Götzen anbetet. Ja, Subhanallah. So als hätte er Schirk begangen. So wäre er ein Götzendiener. Das bedeutet nicht, dass er Käfer ist. Nein. Ja, derjenige, der Alkohol trinkt, solange er das als Haram sieht, so ist er kein Käfer. Ja, aber hier nur um die Schwere der Sünde zu zeigen. Um die Schwere der Sünde zu zeigen. Um zu zeigen, wie schlimm diese Sünde ist. Wer ein Alkoholiker ist oder ein Drogensüchtiger ist, wenn er in diesem Zustand stirbt, er wird Allah treffen und als wäre er jemand, der Götzen anbetet. Subhanallah. Das sind die Hadithe, die er hier gebracht hat, liebe Geschwister, in diesem Buch. Natürlich gibt es noch viele, viele Hadithe zu diesem Thema, aber ich möchte inshallah, ich denke, es ist jetzt schon spät und der Vortrag war schon lang genug, aber ich möchte inshallah abschließen mit zwei Sachen. Nummer eins, liebe Geschwister, einen anderen Hadith wollte ich erwähnen, und zwar, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, mehrere Leute bezüglich des Alkoholkonsums und des Drogenkonsums sind verflucht. Derjenige, der es herstellt, derjenige, der es verkauft, derjenige, der es trägt, derjenige, der es konsumiert, derjenige, der an einem Tisch sitzt, wo es konsumiert wird. Sie sind alle verflucht und sie haben alle diese große Sünde auf sich genommen. Ja, das heißt, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, das ist nicht nur derjenige, der es selber trinkt oder selber zu sich nimmt, sondern derjenige, der es herstellt, er ist verflucht.
Er hat eine große Sünde, extrem große Sünde auf sich genommen. Derjenige, der es produziert, derjenige, der es verkauft, derjenige, der es transportiert, wissentlich natürlich transportiert, derjenige, der es wissentlich verkauft, derjenige, der an einem Tisch sitzt. Wenn du an einem Tisch sitzt, an diesem Tisch wird Alkohol getrunken oder Drogen zu sich genommen, du hast dieselbe Sünde begangen, du hast eine große Sünde auf dich genommen. Ja? Und derjenige, der die Trauben sogar wachsen lässt, um für die Herstellung von Alkohol oder anderen, muss nicht unbedingt Trauben sein, können auch Gersten sein oder Datteln sein oder egal was er herstellt, um es einer Firma zu verkaufen, die dann Alkohol herstellt. Und dieser Hadith ist authentisch überliefert. Sahih. Ja? Das ist Nummer 1, nur damit man das weiß. Nummer 2, liebe Geschwister, und damit beende ich den Vortrag. Wie kommt man davon los? Ja, hat gerade jemand gefragt hier. Einen Moment. Ja, ein Bruder hat gefragt. Nee, Quatsch. Doch, hier hat eine Schwester gefragt. Hast du einen Rat, wie man von diesen Dingen wegkommt? Gibt es eine Dua, wie man von diesen Drogen loskommen kann? Im Allgemeinen, es gibt jetzt vielleicht, lol, mir fällt jetzt keine bestimmte Dua ein oder keine Dua, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. In dem Sinne fällt mir jetzt keine ein. Es kann natürlich sein, dass es eine gibt, aber mir fällt jetzt keine ein. Aber allgemein kann man Dua machen. Ja, allgemein. Oh Allah, bring mich weg davon, etc. Aber ganz, ganz wichtig, liebe Geschwister, derjenige, der damit was zu tun hat, ja, erstmal dieses Wissen, was wir uns jetzt angeeignet haben, dass er weiß, dass es eine große Sünde ist und dass es gekommen ist in der Scharia als Ummul Khabaith, bei den Sahaba, bei den Gelehrten, es ist die Mutter aller großen Sünden, die schlimmste aller großen Sünden. Ja, es ist der Kopf aller großen Sünden, weil diese Sünde leitet dich zu vielen Sünden. Wenn du schon Drogen konsumierst, Alkohol machst, alles andere wird easy. Ja, Zina, klauen, lügen, nicht beten, alles kommt dann hinterher. Nicht fasten, weil du bist dann drogensüchtig. Du musst, ja, du kannst dann nicht beten, du kannst dann nicht fasten oder du, es fällt dir noch schwerer, etc. Das bringt viele, viele andere Sünden mit sich. Ja, dieses Wissen über wie groß und wie schlimm diese Sünde ist, das ist schon mal wichtig, damit man sich das vor Augen hält, was man da gerade macht, dass man durch diese Sünde in die Hölle kommt und die Ausscheidungen von den Höllenbewohnern, die dort verbrannt werden und ihr Eiter und ihre ja, Flüssigkeiten, was aus ihren Körpern rauskommt, wenn sie verbrannt werden, dass derjenige das trinken wird, dass derjenige in die Hölle kommen wird, dass man sich das vor Augen hält, ja, wie schlimm diese Sünde ist. Das heißt, es ist eine Garantie, ein Ticket für Jahannam, nicht für die Ewigkeit. Wenn man Muslim ist und es als Haram sieht, ja, und trotzdem betet, etc., ist man trotzdem Muslim, inshallah. Ja, aber als große Sünde bringt dich das in die Hölle. Ja, und deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir dieses Wissen uns aneignen, über dieses Wissen. Es ist eine Hilfe, eine Unterstützung, um wegzukommen von dieser Sünde. Eine andere Unterstützung, liebe Geschwister, als allererstes, diese Freunde, die du hast, die Bekannten, die du hast, mit denen du Drogen konsumierst, lösch ihre Nummern, blockiere sie, lösch ihre Nummer und hab nie wieder was mit denen zu tun. Weil derjenige, der dich am meisten an Drogen, ja, an Drogen festkettet, die Freunde, die Drogen nehmen. Egal ob Drogen oder Alkohol, ja, ist ja alles Drogen quasi. Ja. Das, was dich am meisten dazu bindet und das dazu bringt, und wenn du, oder rückfällig, ja, wenn du aufhören willst und du rückfällig wirst, Freunde, die Drogen nehmen, Freunde, die Alkohol trinken. Blockiere sie, lösch ihre Nummern und hab nie wieder was mit ihnen zu tun. Sonst wird das nie was mit dem Aufhören. Ja? Und dann natürlich das Gegenteil machen. Ja, das Gegenteil machen. Versuch, gute Freunde zu haben, die praktizieren, die dich davon abhalten, natürlich, die dir helfen in dieser Hinsicht. Und wenn man in einem wenn man süchtig ist, da kann man natürlich auch den Ratschlag geben, vielleicht in eine Klinik zu gehen, wo man dann, wo man das behandelt, ja, wo man das behandelt und vielleicht davon wegkommen kann, ja. Dua machen natürlich. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren, vor dieser Sache und möge Allah also uns beschützen. Und Jazakum Allah khairan, barakallahu fikum, ich wünsche euch eine gesegnete Nacht. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich sehe gerade, dass jemand gefragt hat, aus welchem Buch hast du soeben gelesen? Das ist das Buch
Kitabu al-Kabair, die großen Sünden von Imam al-Dhahabi, rahmatullahi alayhi. Und Zigaretten sind auch haram und zählen auch zu den Drogen, wenn nicht auch nicht so eine große Droge ist oder so eine schlimme Droge ist wie andere Drogen, aber es gehört auch zu den Drogen oder zumindest zu den Sachen, die verboten sind. Ja? Definitiv verboten und haram sind in der Religion. Jazakumullahu khairan, gute Nacht, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.